und wir widmen uns dem Thema Kultur. Vor wenigen Minuten erreichte mich ein Hilferuf von einer kleinen Mittelmeerinsel. Was eine lustige Fahrt nach Malta werden sollte, entwickelte sich zu der längsten Geschichtsstunde ihres Lebens. Vom Museum zu Museum gejagt betteln die Abiturienten des CFG-Gymnasiums um Freizeit. Ich habe sofort reagiert und meine Kollegin in den Brennpunkt geschickt. Herzlich willkommen in Malta und bei der My Malta Experience. Also ich bin hier verabredet mit einer Klasse aus dem Karl-Friedrich-Gauß-Gymnasium von Schwandorf, aber ich kriege gerade durch, dass sie sich leider verspäten, deswegen müssen wir jetzt noch ein bisschen warten, bis wir unser Interview halten können. So, warte, hier sieht sich das Schild, dieses blau-weiße Schild. Was sieht man da? Also oben eine Frau wahrscheinlich mit etwas kleineren Menschen daneben. Da wird ein Kind wahrscheinlich. Ah, ja, das ist schon unterentwickelt. Und dann ist da so ein Strich und dann kommt da halt ein Fahrrad. Genau, was schätzt ihr, was das heißt? Frauen, Kinder verboten sind, Fahrrad gefasst. Ach so, und nein. Keine Ahnung. Das ist Rad- und Fußgänger wie gleichzeitig. Also wir dürfen sowohl Fahrradfahrer und Fußgänger benutzen. Okay, eben klar? Ja. Okay, dann lass uns weitergehen. Sehr vernünftig. Entschuldigen Sie bitte, wir waren gerade noch bei der Kathedrale und müssen jetzt noch zu den Katakomben, aber wir haben es bald. Na, dann viel Spaß. Kommt, Leute, ab. Fertig, aber wir müssen heute noch ins Museum, sonst schaffen wir das nicht mehr. Aber Sie können in der Freizeit mit den Schülern sprechen. Oh Gott, was ist hier passiert? Ist das du? Hallo? Hallo? Sie reagieren nicht. Oh mein Gott, Katz! Martins Fahrer.